der Mond? Ist der Mond mehr als einfach nur ein Nachtlicht oder, so wie uns gesagt wird, verantwortlich für Ebbe und Flut? Welche tiefgreifende Geschichte ist in diesem ehrfurchtsvollen Himmelsobjekt verborgen? Und in welchem Zusammenhang steht der Mond mit unserer menschlichen Entwicklung? Diese Fragen gehen weitaus tiefer als die sonst üblichen, die sich meist einfach nur damit beschäftigen, ob es Mondflüge gegeben hat oder mit dem, was sich auf der Rückseite des Mondes so abspielt. In den Büchern der Geheimlehre von Helena Petrovna Blavatsky wurde Jehova als Mondgott bezeichnet. Und dies geschah aus einem tieferen Grund. Zuvor noch kurz über Helena Blavatsky, falls sie dem einen oder anderen bislang noch gänzlich unbekannt sein sollte. Sie ist die Autorin eines beeindruckenden Werkes mit dem Titel The Secret Doctrine. Der deutsche Titel lautet Die Geheimlehre. Dieses Werk besteht aus 3 Bänden plus einem Index. Helena Blavatsky war russischer Abstammung und ein sogenanntes Medium. Sie wurde 60 Jahre alt und lebte in der Zeit zwischen 1831 und 1891. Während dieser Zeit wurde sie zur Gründerin der Theosophischen Gesellschaft und schrieb die Bücher der Geheimlehre, ein Werk zur Vereinigung von Philosophie, Wissenschaft und Religion. Ein Leitsatz der Geheimlehre lautet: Keine Religion steht über der Wahrheit. Als Medium soll sie dieses Werk empfangen und anschließend zu Papier gebracht haben. Wer sich dieses Werk einmal genau angeschaut hat, erkennt schnell, dass man ein Werk in einem solchen Umfang nicht einfach mal eben aus dem Nichts herunterschreiben kann. In den ersten 2 Bänden ist die kosmische und menschliche Entstehungsgeschichte enthalten. Es wird versucht, in diesen Werken zu vermitteln, dass unsere menschliche Entwicklung sehr stark mit der kosmischen verbunden ist. Um nun den Grund zu verstehen und zu erkennen, warum sie Jehova als Mondgott bezeichnete, müssen wir uns zuvor noch ein wenig mit der Weiterentwicklung des Menschen auseinandersetzen. Im jetzigen Entwicklungsstadium des Menschen sind seine höheren Kräfte durcheinander gemischt. Sie entwickeln sich aus unseren niederen Kräften und unseren Organen heraus. So teilen wir nun unser Gehirn in 3 Teile auf. Einen Teil für das Denken, einen weiteren Teil für das Fühlen und einen dritten Teil für unseren Willen. Aus mehreren Quellen, wie beispielsweise auch nach Rudolf Steiner, geschieht, sobald sich das Höhere aus unserem physischen Leib herauslöst, dass das Physische dafür sozusagen um eine weitere Stufe herabfällt. Dies soll der Grund für so manche moralische Verstrickung sein, denn dann kann im Physischen das Schlechte besonders stark aus einem hervortreten. Bekannt ist dies auch aus okkulten Kreisen, in denen dieses so mächtige Wissen den Einzelnen förmlich entzweit hat. Diese Gefahr besteht, wenn man sich mit der Geisteswissenschaft beschäftigt, ohne gleichzeitig auch seine Moral zu festigen. Denn nur wenn man moralisch gefestigt ist, beherrscht unser höheres Selbst auch weiterhin das Niedere in uns. Die Wesenheiten, die auf dem alten Mond anzutreffen waren, hatten ihre Denkkraft nicht in einem physischen Gehirn. Das Denken der sogenannten Pitris und ebenfalls auch der ersten reinen Menschen fand ausschließlich in der Äthermasse um sie herum statt. Wir besitzen auch heute noch neben unserem perfekt ausgebildeten physischen Körper noch weitere Leiber, wie zum Beispiel den astralen oder auch den ätherischen Leib. Die Atmosphäre auf dem Mond bestand neben der Luft aus diesem Äther, der mit Weisheit gefüllt war. So waren auch die Gedanken nicht in den einzelnen Wesenheiten verborgen, sondern mit in dieser Ätheratmosphäre enthalten. Sie schwirrten dort sozusagen einfach frei herum. Deshalb nennt man im Okkultismus den Mond auch den Kosmos der Weisheit. Verstand und Vernunft lebten ebenfalls in diesen sogenannten Ätherformen, genauso wie sie heute in unserem physischen Gehirn leben. Dies jedoch war nur ein temporärer Entwicklungszustand und veränderte sich mit der Zeit. Am Anfang der Mondenentwicklung prägte sich die Weisheit noch in wunderschönen Gestalten und Formen aus.
die Wesenheiten, die nur die niederen Teile des Menschen hatten, also den physischen, den ätherischen und den astralen Körper, wurden sozusagen von diesen umherschwirrenden und geistigen Weisheitsströmen dirigiert. Bei der nun folgenden Weiterentwicklung trennten sich diese Körper immer weiter vom Geistigen und der Weisheit im Ätherleib ab. Sie stiegen sozusagen herab oder fielen tiefer. Am Ende der Mondenentwicklung waren die Wesenheiten, die weise waren, aber ihre Weisheit, ihre Vernunft und ihren Verstand nicht in ihrem Körper hatten, so weit entwickelt, dass sie die niederen Körper gänzlich verlassen konnten. Diese Wesenheiten, die nun zu den Pitris geworden waren, brauchten auch nicht mehr in diese physischen, ätherischen oder auch astralen Leiber zurückkehren. Sie wurden so zu den Scharen der Elohim in verschiedenen Stufen. Die unterste Stufe der Elohim ist die Jehova-Stufe. Somit ist Jehova eine wirkliche Mondgottheit geworden, welche die Entwicklung auf dem Mond gänzlich vollzogen hatte. Jedoch auf eine andere Weise, als wir nun unsere Entwicklung erleben. Denn Jehova hatte die physische Umgebung niemals durch seine Gedanken in einem physischen Gehirn verarbeitet. Diese Verarbeitung geschah ausschließlich durch seine Körper. Wir müssen uns diese Körper so ähnlich vorstellen wie bei einer Matroschka, die sozusagen übereinander geschält sind und nicht einzeln an verschiedenen Orten gleichzeitig zu finden waren. So hatte Jehova seine Umgebung als Bilder und Formen verarbeitet und das Denken schwebte darüber. Der Name Jehova bezeichnet, wie schon gesagt, keine einzelne Wesenheit, sondern eine Stufe einer gewissen Hierarchie, wie zum Beispiel auch die der Angeloi oder der Archangeloi, welches weitere Stufen sind. Die ersten, die als Menschen von Jehova auf der Erde unterrichtet wurden, bekamen diesen Unterricht von ihm in Bildern. Somit ist die Genesis diesen Erklärungen nach eine Summe von großen Bildern, die Jehova zuvor auf dem Mond erlebt hatte. Die Erde ward wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wenn man die Geschöpfe auf dem Mond nun aus der erklärten Betrachtungsweise sieht, dann sind es sozusagen die Hüllen, die den Menschen einmal umgeben hatten und nicht der Mensch selbst. Wenn ihr das Video interessant fandet und wissen möchtet, wie es weitergeht, dann schreibt es einfach in die Kommentare und die Entstehungsgeschichte wird dann zum Wochenende hin fortgesetzt. Noch kurz in eigener Sache. Ich habe einen Videokurs erstellt und wer Lust hat, mit dabei zu sein und Interesse an einem Achtsamkeitstraining hat, der kann gerne auf den Link in der Videobeschreibung klicken, der dann zu dem Videokurs führt, den ich erstellt habe. Dort sind viele tolle Übungen zusammengefasst, die ein wenig das Tempo aus dem Alltag nehmen, den Stress von einem fernhalten und aufzeigen, wie man das Wunderbare im ganz Alltäglichen wiederfindet. Einfach, um unserem Körper, unserem Geist und unserer Seele etwas Gutes zu tun und das Bewusstsein zu erweitern. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn der eine oder andere von euch mitmacht und uns unterstützt. Und wenn du dabei bist, dann verwende bitte den Bonuscode grenzwertig-abonnent und du erhältst dann 50% Ermäßigung auf den Kurs. Es wäre jedenfalls super, wenn wir uns da wiedersehen. Und solltest du grenzwertig noch nicht abonniert haben, dann abonniere doch jetzt unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich im Kurs oder hier auf YouTube im nächsten Film. Bis dahin.